herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Ja, naja, lassen wir den Spaß mal. Heute habe ich einen Whisky auf dem Fass und der ist in einem gewissen Stil verfasst worden. Wie man es schon sieht, ich habe hier die passende Kappe auf und hier vorne sieht man den Mann mit der Kappe drauf. Und zwar ist das der Peaky Blinder. Ja, Peaky Blinder ist ein irischer Whisky, aber er bezeichnet sich, hier steht zwar drauf, Irish Whiskey, aber sie wollen nicht ganz so sehr auf diesem irischen laufen, denn hier geht es eher um England und darunter schreiben sie deswegen Product of the British Isles. Ja, die British Isles sind Irland, Großbritannien, Isla, also die ganzen Hybriden und dann oben noch Orkney und Scapa und alle anderen, also alles, wo alle Inseln um Großbritannien rum sind die britischen Inseln. Ja, also hier geht es darum, das ist ein britisches Produkt. Und es erinnert so ein bisschen zurück an das 19. Jahrhundert und sie wollen zurück zu Birmingham und zwar zu den Straßenbanden. Und dort gab es eine Straßenbande, die hieß Peaky Blinders. Also es war eine Straßengang aus Birmingham, die da verschiedene kriminelle Aktionen gemacht haben. Und die haben die ganze Zeit diese Mützen getragen, dass man sie so ins Gesicht reinziehen konnte. Und dann fällt da so ein Schatten drauf und dann kann man nicht sehen, wo die Person genau hinschaut. Und deswegen heißen diese, im Deutschen nennen wir sie Schiebermützen. Ich weiß nicht, ob da auch irgendwie Waren verschieben geht oder so. Auf jeden Fall heißen die bei denen Peaked Caps. Also die sind so, dass man da einfach so ein bisschen so gucken kann. Also es geht darum, Leute auszuspionieren mit diesen Kappen. Ja, gibt auch, glaube ich, eine Serie auf Netflix, fünfte Staffel, habe es jetzt leider nicht geguckt, aber die geht so um diese ganze Gangstertum und ja. Wir sind hier wegen dem Whisky. Es ist ein typischer irischer Whisky. Das ist ein Sherryfass-Whisky und er wurde dreifach destilliert. Schauen wir mal, gibt es hier irgendwelche Anhaltspunkte, aus welcher Brennerei er kommt? Triple Distilled Aged Sherry Cask, habe ich schon gesagt, 40%. Und Creative Bold Triple Distilled Small Batch Blended Irish Whiskey. Also es ist ein Blend, er kommt nicht aus einer Brennerei, sondern wahrscheinlich aus mehreren Brennereien und wurde dann in den Westmins Midlands abgefüllt in Stourbridge. Weiß jetzt nicht, wo Stourbridge liegt. Ich weiß, Birmingham liegt in den West Midlands, denn ich habe in der Nähe von Birmingham habe ich meine A-Levels gemacht. Also mein im Grunde Abitur, was man dann in Bayern nur als fachgebundenes Abitur, nicht zu verwechseln mit Fachabitur, anerkannt bekommt. Sehr kompliziert. Ist das natürlich oder ist das Plastik? Keine Ahnung. Aber einen schönen Wachssiegel haben sie oben drüber. Schauen wir mal. Fruchtig. Beerig. Also es ist so ein bisschen die frischen Früchte kommen hier durch, so Apfel, aber relativ zart. Ja, es ist beerig, zart, leicht süßlich, mild, mit so ein bisschen Karamellbonbon dazu. Wow, es ist leicht süß, schön fruchtig. Beim Geschmack hat er jetzt noch mehr vom Fass. Also man merkt schon so ein bisschen so
leicht die Zartbitterschokolade, Eicheneinflüsse. Und er ist, ja, recht, recht mild fruchtig, aber schon fruchtig. Also es ist definitiv jetzt kein straightforward PX-Fass, sondern eher so ein, ja, ich weiß es nicht, ein Oloroso-Fass. Auf jeden Fall ist es ein schön milder, leicht zuckriger, nicht leicht zuckriger, leicht beeriger irischer Whisky. Nett zu trinken, schön ausgewogen. Ja, netter Blend. Jetzt habe ich noch so eine leicht aromatische Note. Ganz leicht medizinische Note im Mund. Ja, ist nett. Kann man machen. Ist definitiv einer eher der irischen Einsteiger-Whiskys. Schaut einfach mal bei whisky.de im Shop vorbei. Hat auch eher so den Einsteigerpreis. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.